Unter Stressinkontinenz bezeichnet man die Form der Harninkontinenz, die dann auftritt, wenn unter körperlicher Belastung, unter körperlichem Stress wie Husten, Lachen, Niesen, Hüpfen, hinter dem Kind herrennen, Urinverlust auftritt. Das heißt, der Schließmuskel der Harnblase ist in solchen Situationen nicht in der Lage, die Blase hundertprozentig zu verschließen. Der Druck in der Bauchhöhle steigt und der Muskel hält den Urin nicht komplett zurück.